أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. يعني چار habe vier letzte Suren aus dem Heiligen Koran vorgetragen. Es ist so, dass Al-Lahab habe ich auch mit einbezogen. Weil so wie dieses auch, das waren auch Prophezeiungen für die Zeit des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch für die heutige Zeit, die Zeit des verheißenen Messias, der das Islam hat. Maschim al-Assad in seinen Schriften und seinen Reden gesagt, dass es auch die heutige Zeit betrifft. Und das ist auch in, steht auch in Beziehung, also Surah Ikhlas und Surah Lahab, die letzten, die heißen auch Wawazatain und Husbar bin Falab und Surah Nas. Tabbat Yada bedeutet, beide Hände haben gelitten und Abdrab hat geschrieben, dass die vernichtet wurden. Yadan bedeutet zwei Hände und die zweite Bedeutung steht auch, dass Kraft, Einfluss, Hilfe, Schutz, Armee, Gruppe und Eigentum. Dann hat er gelitten. Das heißt, er war tot, vernichtet worden, verdorben und zu nichts nutzte mehr sein. Das ist auch ein Argument für die Wahrhaftigkeit des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil als er in Anspruch genommen hat, seinen Rang, war er alleine. Es gab keine Gruppe, es gab keinen Verbund, es gab keine Kraft, es war kein System für Schutz. Und die Geschichte, die Historie von Islam ist voll davon. Das sieht man, wie wurde er damals behandelt. Aber trotz dessen, diese
Sura ist eine der anfänglichen Suren. Es wurde damals bekannt gegeben, dass jenes Ziel, was ich jetzt mir vorgenommen habe, da werde ich Erfolg haben. Jene, die gegen ihn gegangen sind, ob es Personen waren oder Führer oder Gruppen oder Verbünde, die würden alle vernichtet werden. Keine Herr, kein Helfer wird gegen ihn, also den heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nichts bringen können. Sie werden alles für die Macht haben, die Gegner also, aber trotz all dieser Sachen ist deren Vernichtung ein Schicksal. Das ist die Prophezeiung, die da drin ist. Und dann hat die Welt diese Wunder gesehen. Trotz dessen, dass sehr viel Gewalt gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgeübt wurde, auch in der ersten Lebenszeit in Mekka. Er hatte Hunger gelitten, er wurde eingesperrt, wurde versucht, dass er gemordet werden sollte. Es waren verschiedene Mordversuche, dass man vielleicht einmal zum Beispiel mit Betrug Gift geben wollte oder durch Krieg oder die Gefährten wurden geprügelt, geschlagen, gemordet. Und dass die Leute ihnen Schaden zufügen wollten, das ging bis zu seinem Lebensende. Aber trotz all dem waren die Allahs Versprechen, die gegebenen, die sind in Erfüllung gegangen und die Gefährten wurden anfangs geprügelt, später wurden Zwangskriege geführt, die Gefährten wurden gemordet. Aber diese Bekanntgabe, eine großartige Bekanntgabe, als so das bekannt gegeben hat, das ist großartig in Erfüllung gegangen. Dann hat die Welt gesehen, wie der Erfolg des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich vollzogen hat in Arabien und außerhalb von Arabien, wie der Islam sich ausgebreitet hat. Und diese Regierung und die Macht galt eine lange Zeit mit großartigem Glanz. Und diese Prophezeiung galt sehr lange, dass du Erfolg haben wirst und deine Feinde ihre Hände geschnitten werden und dass sie vernichtet werden. Aber es ist auch Tatsache, dass später der Islam dann auch einen Niedergang erlitten hat, diese Erfolge von Islam. Aber auch das war eine Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das so sein wird. Aber gleichzeitig ist das auch ein Beweis für seine Wahrhaftigkeit, dass für die Wiederbelebung des Islams hat er auch Prophezeiungen gemacht. Und was durch den falschen Messias vielleicht das Islam vonstatten gehen sollte, dessen Beispiele sehen wir heute lebendig. Sein wahrhaftiger Diener, als er das in Anspruch nahm, er war damals alleine. Alle Leute waren gegen ihn, aber Allah, der Allmächtige, hat ihm mit Erfolg beschert und eine Revolution haben wir auch in dieser Zeit gesehen und er hat diese Revolution herbeigeführt und dann ist er von diesem Leben gegangen. Und das ist eine Gnade Allahs, wie die Jamaat, wie wir sehen, wie die Jamaat heute auch einen Erfolg nach dem anderen erlebt. Auch der Erfolg von der Jamaat Ahmadiyya ist auch ein Beweis der Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie ich erwähnte, dass auch diese Epoche eine Fortführung der Epoche der Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und als ein Beweis seiner Wahrhaftigkeit gilt. In dieser Zeit jetzt wieder jener Feind, der jetzt aufkommen wird und der kommt jetzt auf und alles, was er versuchen wird, alle Pläne, die er haben wird,
auch die werden vernichtet und ruiniert werden und zum Misserfolg geführt werden. Und jetzt, wo die zweite Epoche des Islam ist, das wird in dieser Zeit auch laut Versprechen von Allah, das ist die Zeit der Erfolge. Seien es Regierungen oder Kräfte oder Menschen oder Gruppen, egal wer sich damit befasst und bemüht und das wünscht, dass er den Islam Schaden zufügt, egal auf welche Art, all jene werden inshallah in der heutigen Zeit Misserfolg erleben. Diese Menschen, die im Westen leben, ob die sich für Religion interessieren oder nicht, ob die an Christentum interessiert sind oder nicht mit eigener Religion, aber Kritik gegen Islam ist auf jeden Fall überall vorhanden. Und Feindschaft gegen den Islam. Und so wie in vielen meisten Ländern, wenn man sagt, Islamophobia ist hervorgekommen. Die haben irgendeine Angst im Herzen, weiß nicht, wenn der Islam die Welt einnimmt, was wird dann passieren. Und all diese Bemühungen sind dafür. Für keine andere Religion, wenn wir das betrachten, sehen wir diese Bemühungen nicht. Es gibt auch weltliche Menschen, die haben überhaupt kein Interesse an Religion, aber wenn Islam gerufen wird, dann kommt das einem so vor, manche politischen Führer, wenn man sie spricht, dass sie quasi am Sterben sind, wenn sie den Namen vom Islam hören. Obgleich auch manche muslimischen Länder daran schuld sind, weil die gewalttätig handeln und manche Menschen, die sich so verhalten. Und sie wissen auch, dass manche Gruppen, die erschaffen wurden, die wurden mit deren eigenen Bemühungen erschaffen. Aber vielleicht ist das auch ein Trick von ihnen, dass man erstmal in Islam solche Gruppen erschafft und dann sie auf den Namen der Gewalttätigkeit, dass dem Islam beschuldigt wird und das versuchen wir, dass Islam dadurch ruiniert wird. Aber das sind Tricks von denen, die inshallah jetzt nicht mehr zum Erfolg kommen werden, weil das ist ein Versprechen von Allah, dass in dieser Zeit das neue Leben von Islam blühen wird und Islam sich ausbreiten wird, inshallah. An manchen Stellen, wo wir mit großen politischen Führern sprechen, die Möglichkeit haben, wenn man ihnen sagt, dieser Islam, den die Jamaat Ahmadiyya vorträgt, das ist der wahrhaftige Islam und der wird sich ausbreiten, dann habe ich gesehen, dass die Führer und auch die Presse, die verwandeln sich, obwohl die was sagen oder nicht. Aber sie sind besorgt, wenn dieser Islam sich ausbreitet, dann es kommt so vor, als haben die im Herzen einen Hass gegen den Islam, obgleich die äußerlich das in Anspruch nehmen, dass wir die Religion nicht hassen. Die haben auch gute Beziehungen zu der Jamaat Ahmadiyya, aber das können die nicht aushalten und werden nicht aushalten. Und es kann sein, dass sie innerlich auch bemüht sind, dass der Islam sich ausbreitet. Das können die nicht akzeptieren. Auch wenn das durch die Jamaat Ahmadiyya vonstatten geht, auch wenn das ein friedlicher Islam ist, der sich dann ausbreitet. Die gewaltliebenden christlichen Gelehrten, Priester oder andere politische Führer, die gehen offen dagegen. Und wenn wir sie aufrufen zu einem Duell und dann sagt man, dass man mit Intellekt und mit Argument, wer gegen uns sich aufstellen will, der soll kommen, aber dann kommen sie nicht. Also das ist auch die Art von ihnen. Und einerseits ist das der Hass gegen den Islam. In diesem Feuer brennen sie selbst innerlich. Und darin werden sie auch ruiniert werden. Ich habe auch vorher erwähnt, Don Richardson ist ein sehr großer Gegner des Islams. Er hat auch ein Buch geschrieben.
laut seiner Aussage, alle Religionen der Welt können sich zwar versammeln an einer Stelle, auf einem Wort sich versammeln und einigen, aber mit dem Islam kann es keineswegs auf keiner Sache eine Einigkeit gefunden werden. Auf jeden Fall, das sind seine Gedanken, wenn ihm gesagt wurde, komm zu uns und dann können wir mit Argumenten rüber reden, dann hat er gar nicht geantwortet. Also dann gibt es den Politiker aus Holland, dem geht es genauso. Aber auch sie brennen im eigenen Feuer und er selbst und ist so weit, dass seine eigenen Leute ihn schon verlassen haben. Das ist so ein Schicksal von Allah, was diese Leute so behandelt. Zu verschiedenen Zeiten kommen manche Sachen kochen hoch, der Schmutz und die Unreinheiten, die Herzen kommen nach oben. In den letzten Tagen, auch in Deutschland, gibt es eine Gruppe von 60, 70 Leuten, die haben gegen den Islam eine Protestbewegung starten. Die hatten das die Absicht gehegt und das war auch deren Versuch, dass oder sie haben, ich habe gehört, sie haben sogar vollzogen, dass sie wieder die Karikaturen von Heiligen Propheten Mohammed machen und dass falsche Sachen, schlechte Sachen da vorgetragen werden. Wenn die Muslime beim Gericht angeklagt haben, das ist falsch, die sollen aufgehalten werden, dann aufgrund von Meinungsfreiheit, auf Bezug dessen, wurde das abgelehnt im Gericht, dass jeder Mensch die Freiheit hat. Ich habe gehört, gestern oder vorgestern haben sie das auch gemacht. Auf jeden Fall, diese Menschen bringen den Hass aus deren Herzen so raus. Sie werden sich verbrennen im eigenen Feuer, denn das ist deren Schicksal, das ist deren Bestimmung. Wie es früher war, dass der Islam den Erfolg hatte, auch jetzt wird inshallah der Islam Erfolg haben. Auch jetzt deren Kraft, deren Gruppen, deren Verbünde, sie werden alle vernichtet werden. Dann weiterhin heißt das Ma arna anhu ma aluhu wa ma kasab, deren Gelder, Reichtum und was sie alles erworben und verdient haben, das wird ihnen nichts nutzen. Diese kräftigen, diese starken Völker, reichen Völker, die sehr viel Geld haben und nicht nur die, so weit, dass es Reichtum aus deren eigenen Ländern ist, sondern sie haben aus vielen armen Ländern dieses Eigentum genommen, deren Möglichkeiten und die Natur, natürlichen Vorkommnisse, die haben sie eingeheimst und eingenommen und aufgrund dessen ist deren Reichtum hier. Ist die eigene technischer Vorsprung, durch den eigenen technischen Vorsprung haben sie Einfluss und Macht über die armen Völker genommen und die sich jetzt in der Welt so reich zeigen, das meiste Reichtum von ihnen, dieser Reichen, ist aus den dritten Welten gekommen. Also auch für sie ist diese Prophezeiung, Gelder und Reichtum, was sie gesammelt haben, das wird ihnen nicht nützen, wenn sie nicht sich Allah zuwenden. Schwache Völker aufgrund von dieser technischen Vorsprung, was die hier haben, was die hier an Eigentümern, Geldern gesammelt haben. Es wird eine Zeit kommen, dass diese Reichen nachdenken werden, dass wir was falsch machen. Sondern es hat schon begonnen in Amerika in den letzten Tagen, was im Kongress, im Kapitel, was ich da gesprochen hatte. Da habe ich zwei Sachen hauptsächlich gesagt, unter anderem auch, dass man nicht seine Augen auf die Reichtümer anderer haben sollte. Und man soll nicht zweierlei Vorgehensweise haben. Manche haben sich damit einverstanden erklärt. Und ich habe auch gesagt, dass unter dem Namen der Hilfe, wo man in den armen Ländern geht und dass ihr eure Firmen dort verkauft oder dass deren natürlichen Vorkommnisse, Ressourcen, dass ihr die nutzt,
unter den Namen, Decknamen ihrer Hilfe. Gibt es ein Land, dessen Beispiel man geben könnte, wo die Menschen oder die Regierungen hingegangen sind und geholfen haben und dann dieses Land jetzt zu den erfolgreichen und fortgeschrittenen Ländern jetzt herangezogen haben? Es gibt kein einziges Land. Auch da waren einige Leute, die das gesagt haben, das ist genau richtig, die neutral waren. Das ist ihre Lage. Was auch immer ihre Interessen sind, unter dem Decknamen der Hilfe, das sind eigentlich ihre eigenen egoistischen Interessen. Und insbesondere in den islamischen Ländern ist das sehr stark vertreten, dass in deren starken Bemühungen, dass wir deren Ressourcen in unsere Hände nehmen. Und leider, durch Pech, muss ich sagen, wirklich, dass die Führerschaft solcher Länder, die Politiker solcher Länder, die selbst sind so korrupt, dass sie in euren Händen, selbst wenn sie selber schuld sind, aber die großen Mächte sind noch mehr schuldig, weil trotz dieser Kenntnis, dass diese Leute korrupt sind, schließen sie auch Verträge mit ihnen und ihnen werden auch Waffen geliefert. Es werden auch Geschäftsverträge abgeschlossen, das heißt Handelsabkommen, das heißt, die Absicht ist nicht rein. Also wenn man das danach denkt und analysiert, dann sieht man darin einen gewissen Hass, den sie im Herzen gegen den Islam tragen. Das ist auch ein großer Grund dessen. Und die Ungerechtigkeit geht so weit, dass sie sagen, irgendein armes, kleines Land darf nicht Atommacht werden. Okay, es ist eine falsche Sache. Die Armen sollen sowieso nicht versuchen, das zu machen, weil Unmengen von Ressourcen werden darauf verschwendet und aufgebracht. Und die armen Länder, die müssen versuchen, erstmal primär, dass sie sich um die armen Leute kümmern, die opfern deren Leben und versuchen, das zu erreichen. Aber auf jeden Fall, es sollte aber Gleichbehandlung sein. Einige Zeitungen haben das in den letzten Tagen erwähnt. Sogar Israel hat das gesagt. Israel möchte nicht, dass im Mittleren Osten außer ihm irgendjemand anders Atommacht werden kann. Also manche zivilisierten, gut denkenden Leute von ihnen selbst haben angefangen zu schreiben, dass diese zweierlei Behandlung. Trotz dessen, was gegen Iran heutzutage die Blicke gerichtet sind. Aber die Frage ist, wenn Iran falsch handelt, dann handelt Israel noch schlechter. Da so weit kommen deren Gedanken nicht, weil es geht hier um ein muslimisches Land. Deren Bemühungen, das sind diese Leute, die Feuer erschaffen. Und sie sind auch selber die Schöpfer von diesem Feuer, Eigentümer von dem Feuer. Und dieses Feuer selbst wird sie vernichten und ausbrennen. Es heißt, Sayasla Naren Satalahab. Sehr bald wird er in dieses Feuer eingehen. Vor einigen Tagen, die Briefe, die ich an verschiedene Führer geschickt habe, das war genau die Sache. Wenn ihr jetzt nicht nachdenkt und richtig handelt, dann wird dieses Feuer des Krieges euch alle einnehmen und wird keinen von euch übrig lassen. Und dieses Feuer, was erschaffen wurde von diesen fortgeschrittenen Ländern, dieses Feuer, Welt werden sie vernichten, aber selbst werden sie sich auch vernichten, sondern die Lage, wie die sich jetzt entwickelt, das kommt mir so vor, dass die Vernichtung sich so sehr extrem genähert hat und die Arme, die müssen, um sich davor zu retten, müssen viel beten. Möge Allah die Welt beschützen, Amen, vor dieser internationalen Katastrophe und Vernichtung. Es heißt dann weiter, Wamra'atuhu, Hammalat al-Hatab.
und auch sein Weib. Sie wird auch viel brennstofftragend sein. In Mufridat heißt alles, was um das Feuer zu, noch mehr flammen zu lassen, wird Hattab. Und Hattab heißt aber auch sammeln. Und es heißt auch, jemand Schlechtes reden über jemanden oder für jemanden etwas tun. Also die Islamgegner, die vorher auch, um den Islam auszulöschen, versucht haben, das Feuer zu entfachen. Die Kriege wurden aufgezwungen. Unterschiedliche Stämme wurden falsch gegen den Islam aufgebracht und gesammelt. Aber was war Ergebnis? Letztendlich hat Islam obsiegt. Auch jetzt, deren Betrug und Tricks, deren Pläne gegen den Islam, Kriege gegen die Muslime, die versuchen, die Muslime aufzuzwingen, auch wenn diese Bemühungen deswegen sind, damit sie den Islam auslöschen, dann wird das nie passieren. Wenn das deswegen ist, damit die Gewalt in den Ländern aufheben können, weil die Führer in den Ländern auch gewalttätig sind, dann werden sie teilweise Erfolg haben. Aber das Ergebnis, was sie erzielen wollen, das werden sie auf jeden Fall nicht bekommen, weil in deren Gedanken, in deren Köpfen ist so, dass sie diese Länder einnehmen und Islam da aus diesen Ländern auslöschen. Das ist deren Plan. Wie ich bereits erwähnte, dass in der heutigen Zeit Allah den Verheißenen Messias Lassassam geschickt hat für die Verbreitung des Islams und durch ihn kommt diese Sache in der Welt fortwährend weiter. Aber manche betrügerischen Handlungen von diesen Leuten, selbst zu dem Leben des Verheißenen Messias Sallallahu Alaihi Wasallam, auch die Christen, aber auch die Muslime sind gegen den Verheißenen Messias Sallallahu Alaihi Wasallam gegangen. Auf jeden Fall die Gegnerschaft von den Muslimen ist ja auch jetzt noch sehr offenkundig gegen die Jamaat. Damals, die Christen, die gegen den Verheißenen Messias Sallallahu Alaihi Wasallam gegangen sind, die Muslime haben sie dabei unterstützt, aber Allahs Versprechen sind in Erfüllung gegangen. Und sie sind immer zum Misserfolg geführt worden, diese Leute. Auch heute, in der heutigen Zeit. Auch jetzt. Diese Brennstoff, diese Frauen oder jene Länder, die dabei helfen, diese ölfördernde Länder, die und gegen Leute, die gegen den Islam sind, die unterstützen diese ölfördernden Völker unterstützen diese Islamgegner. Erstens. Und zweitens, diese ölfördernde Länder. Wo immer wir auf Tabli gehen und Morabian Missionare senden, dort schicken sie diese ölfördernden Länder, dort schicken sie eigene Leute gegen die Ahmadis. Früher haben die nicht nachgedacht, 15, 20 Jahre früher. Aber jetzt haben sie große Universitäten und Schulen angefangen dort zu errichten, Moscheen zu errichten. An vielen Stellen kommen sie an und deren sogenannten Gelehrten oder Maulvis, Hojas, wo wir große Jamaats haben, da kommen sie und sagen, die nehmt Geld von uns. Wir geben euch doppeltes Geld. Wir werden euch eine Moschee erbauen. Verlasst aber Ahmadiyya. Das ist eine Art auch der Brennstoff, was sie auf den Kopf tragen. Dadurch versuchen sie auch gegen den Verheißenen Messias Lehrplatz zu gehen. Und das deswegen, weil auch das eine Prophezeiung war, dass zu einer Zeit auch unter den Muslimen solche Menschen geben werden, die judenähnlich sein werden, diese Eigenschaften von Juden haben werden. Also auch diese Prophezeiung geht jetzt auch in Erfüllung, dass diese Leute, statt dass sie den Imam der Zeit unter
stützen, dass sie seine Mission fortführen, die versuchen, gegen ihn zu gehen. Und dann heißt das weiter, Fijideha Hablum im Masad. In ihrem Hals ist ein Strick aus gewundenen Palmenfasern. Die Gegnerschaft von Hazrat Masih Maud al-Islam oder seiner Jamaat, was ich gesagt habe, unglücklicherweise auch durch die Muslime vollzogen wird, wie ich erwähnte. Auf der einen Seite sind das die Regierungen, die gegen den Islam sind. Auf jeden Fall, da geht die Jamaat gegen an und bricht deren Argumente. Aber und auf der anderen Seite sind das die sogenannten Gelehrten, wie ich dachte. Und auch die Regierungen sind darin verwickelt. Die finanzieren sie. Und das wird, diese Gegnerschaft und Feindschaft wird immer intensiver. Und auch, dass auch sie und die falschen Traditionen, die die Ulama in ihnen erweckt haben, wodurch sie verwickelt sind und diese Seil, dieses Strick wird immer enger um sie herum. Jetzt, um sich davon zu befreien, ob das weltliche Regierungen sind, Mächte sind, oder diese Muslime, die muslimischen Gegner sind, wenn darin Allahs Wohlgefallen sein wird, dass er die Leute befreit und dass er ihnen Nachsinnen gibt, dann werden sie frei sein. Ansonsten werden sie durch diese Verstrickung wird ihr Tod sein und sie werden dadurch vernichtet werden. Denn das ist das, die Bestimmung von Allah, die nicht abgewendet werden kann. Wenn Allahs Wohlgefallen da ist, dann werden diese Hälse befreit werden, ansonsten werden sie sich genauso in eigenem Feuer verbrennen. Die nächste Sura ist Sura al-Ikhlas. Qul ist eine permanente Anweisung an die Muslime. Ihr sollt fortwährend bekannt geben, es gibt einen Allah. Aus dem Wort Hova sieht man Erhabenheit von Allah. Das heißt, das ist die Wahrhaftigkeit und das ist die Tatsache. Und die Natur des Menschen sollte es anerkennen, dass es nur einen Gott gibt. Und er ist alleine. Im Heiligen Koran gibt es Beweise und Zeichen in unzähligen Stellen für die Einheit Allahs, dass es nur einen Allah, einen Gott gibt. Und der Koran ist voll davon. Es heißt, diese Einheit von Allah können nur jene verstehen, die nachsinnen und nachdenken und die hören und die hören wollen. Jene, die ihr Intellekt benutzen. Jene, die intellektuell blind sind, sie werden das nicht verstehen. Auf jeden Fall, jene, die ihr Intellekt benutzen und Verstand benutzen und nachdenken, nachsinnen, sie werden die Einheit Allahs verstehen und sie verstehen das. Und jene, deren Intellekt verblindet ist, die werden das nicht verstehen. Dann Allah. Allah ist der besondere Name, was für die erhabenste, das erhabenste Wesen benutzt wurde. Und das ist der Eigenname von Allah. Der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, erläutert den Namen Allah so, dass der Heilige Koran möchte, jener Gott, den der Heilige Koran anerkannt haben möchte und erklären möchte, der ist frei von jeglichen Makel und mit allen guten Eigenschaften bestückt. Denn Allah kann nur für jenes Wesen benutzt werden, was frei von jeglichem Makel und jeglicher Schwäche ist. Und Großartigkeiten können zweierlei sein. Entweder laut Schönheit oder laut Güte. Und beide Erhabenheiten sind in diesem Wort enthalten. Jene Wörter, die andere Völker für Allah festgelegt haben, die sind nicht so umfassend. Und
Und dieses Wort Allah lehnt dann auch die anderen Wörter, die schwach sind, ab mit auf argumentativer Basis. Dann ist das Wort Ahad. Das ist so ein Wort, dessen tatsächlichen Bedeutung nur für Allah gesprochen werden kann, in dessen tatsächlichen Bedeutung. Das würde bedeuten, eins und allein, wo es keinen zweiten gibt. In Akrab heißt das, dass für Allah wurde dieses Wort verwendet oder was für Allah verwendet wird. Also, das erklärt die Einzigartigkeit und die Einheit von Allah in seinem Wesen, dass mit Allah es keine andere Vorstellung gibt, was neben Allah sein kann. Für Allah wird Wahid auch gesprochen. Und wenn Wahid für Allah gesprochen wird, dann bedeutet das, dass er in seinen Eigenschaften vollkommen ist. Keiner kann diesen Rang erreichen. Also aus dieser Perspektive, Allahu Wahid ist, bedeutet, dass Allah jenes großartige Wesen ist, was die Quelle ist für die Schöpfung jeglicher Schöpfung. Oder jener, der alles Erschöpfte erschaffen hat. Und Allahu Ahad bedeutet jenes Wesen, was ein ist, allein ist, wo es keine andere Vorstellung gibt, außer ihm. Egal aus welcher Perspektive man das betrachtet, dieses Wort, Allah, wenn man nachsinnt in Allahs Eigenschaften, da wird man nur einen und einen einzigen und alleine sehen. Er ist ewig und er wird ewig bleiben. Weder gibt es Ähnliches, noch ist er irgendeinem anderen ähnlich. Das sind die Bedeutung von Allah. Allahus Samad. Samad bedeutet, der nicht abhängig von irgendeinem ist und dass alle anderen von ihm abhängig sind. Und auch dieses Wesen passt nur auf Allah, diese Definition. Das heißt, im Notfall, im Bedarfsfall, ist nur Allah jenes Wesen, wo man hingehen soll und hingehen kann, der auch unsere Nöte beseitigen kann, was jeder Gläubige erfahren hat, der ein wahrhaftiger Gläubiger ist. Samad wird auch jener genannt, jener Führer, durch dessen ohne dessen Erlaubnis man nichts ausführen kann und darf. Samad ist auch ein Wesen, was ewig bleiben wird. Samad ist auch jenes hohe Wesen, wo es nichts mehr gibt, was höher ist. Samad ist auch jener Herr, dem man gehorchen muss. Samad ist auch jener, der frei in seinem Wesen ist und die absolute Herrschaft hat, wo alle anderen in Not von abhängig sind. Und Samad ist auch jener, der auch dann erhalten bleiben sein wird, wenn alles andere nicht mehr existent ist. In dem vorigen Vers Kul Huwallahu Ahad wurde gesagt, Allah ist eins. Er ist allein und einzig. Und es ist nicht ihm gleich und ähnlich. Der Vers Allahu Samad erklärt diese Sache noch weiter, so man aus dessen Bedeutung das sieht, dass er von nichts und niemandem abhängig war, um dieses Universum zu erschaffen. Noch hat er Bedürfnis oder braucht er Hilfe. Also die Welt, alle Universen, die nach und nach entdeckt werden, Allah bräuchte keine Hilfe dafür und braucht nicht. Also es heißt hier, das ist Allah, dieser Gott, zu ihm in jeder Lage ein wahrhaftiger Gläubiger zu ihm immer verbeugen soll, der Gläubige. Und das ist jener, vor ihm verbeugend man alle seine Nöte und Bedürfnisse erfüllen kann. Vor niemand anderem braucht man sich beugen und verneigen. Es soll auch klar sein, dass im Universum ist nichts in sich selbst vollkommen.
Das heißt, was nur auf sich selbst beruht und diese Kraft in sich trägt. Soweit sogar, dass die kleinsten Teilchen, sogar Atome, auch selbst ist nicht fähig, nichts ist selbst fähig, irgendetwas zu machen ohne irgendeinen anderen Bezug und oder kann nicht leben ohne irgendwas weiteres oder kann keinen Nutzen geben. Dafür braucht es auf jeden Fall irgendeine andere Kraft oder andere Kräfte oder Helfer, um das zu vollziehen. Das ist nur Allah, der auf niemanden und auf nichts, von niemandem und von nichts abhängig ist. Das ist die Sache, die Dr. Salam Sahib in seiner Forschung bewiesen hat. Dann das Wesen Allahs ist außerhalb von jeglicher Vorstellung. Man kann ihn nicht umfassend in seiner Vorstellung nehmen. Seine Eigenschaften sind unendlich und alle Eigenschaften, die Allahs genannt werden, das wird gedacht, auch im Heiligen Koran, dass 104 Eigenschaften von Allah genannt werden, erwähnt werden. Das sind jene Eigenschaften, die wir kennen. Deswegen hat der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch im Gebet gesagt, Allah bittend, alle deine Eigenschaften, die ich kenne oder nicht kenne. Ich möchte Khair, ich möchte Güte aus all diesen Eigenschaften. Ich möchte dich darum bitten. Also diese Vorstellung kommt, wenn man diese Vorstellung hat, dann würde man verstehen, was Samad Gott bedeutet. Und das ist die Sache, die ein Gläubiger versuchen soll zu erlangen, damit er die Einzigartigkeit und die Einheit Allahs versteht und dass er sich für ihn öffnet. Dann steht Lam Yalid, Walam Yulal. Der nächste Vers. Er hat niemandem gezeugt und er wurde nicht gezeugt. Auch das ist ein Argument dafür, dass er As-Samad ist. Allah ist frei von jeglichen Nöten, denn durch die Nöten könnte man den Gedanken haben, dass er vielleicht irgendeinen Helfer benötigt, ohne dem er irgendwelche Sachen, Aufgaben nicht vollziehen kann oder um seine Aufgaben weiter zu erhalten, nach ihm jemand benötigt wird. Er ist ewig schon immer und er wird ewig bleiben. Und er ist frei vom Tod. Deswegen braucht er keinen Helfer. Er braucht kein Kind. Er braucht kein Nachkommen. Er braucht keinen Sohn. Noch weder um die Sünden zu vergeben, noch um irgendwas anderes zu machen. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. In seinen Eigenschaften ist niemand beteiligt. Das heißt es. Dies erwähnen hat Walam Yakullahu Kufuwan Ahad, wurde dieser Gedanke auch eigentlich abgelehnt, dass es vielleicht einen gab, der so ähnlich war oder ist oder sein könnte. Also auch das Intellekt hat diese Anforderung, dass alle Kräfte in der Hand von einem Gott sind, dass die Streitigkeiten der Welt aufgehoben werden. Und wenn es mehrere Götter gäbe, dann würden, so wie die Menschen gegeneinander gehen, so dass die Götter gegeneinander kämpfen. Der Verheißene Messias lässt uns zusammen sagt, diese kurze Text, der nicht mal eine Zeile ist, da sieht man, wie auf welche wunderbare Art dieser Vers die Einzigartigkeit und die Erhabenheit des erhabenen Gottes erwähnt. Es gibt vier Arten, wie jemand anders daran beteiligt kann. Das kann in Zahlen sein, das kann im Rang sein, es kann in Familie sein, das kann in Art und Einfluss sein. In der Tat. Also von all diesen vier Sachen ist Allah rein und frei. Und hier wurde erwähnt,
Und es wurde gesagt, dass er in der Anzahl ist 1, nicht 2 oder 3. Und er ist Samad. Das heißt, von seinem Rang her, von seinem Wesen des Ranges, ist er einzigartig, dass er nicht abhängig ist. Und alles andere außer ihm, die existieren, die sind abhängig jederzeit von etwas. Und er ist Lam Yalid, das heißt, er hat keinen Sohn, damit eventuell durch einen Sohn jemand, der sich daran an ihm beteiligen könnte. Und er ist Lam Yulid, damit er nicht, dass er durch Vater jemanden hat, der sich an ihm beteiligt. Und er ist Lam Yakullahu Kufuwan Ahad, das heißt, keiner ist in seinen Handlungen ihm gleich, damit durch Taten jemand ihm vielleicht gleich würde. Also so wurde erklärt, dass Allah in all ist frei von all diesen vier Arten von Schirk, also Gleichgesellung und Beteiligung, der ist Wahdahu la Sharik. Denn die nächste Sura ist Suratul Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Sprich, ich komme in Schutz desjenigen, der die Sachen aufspaltet. Falak bedeutet, hat mehrere Bedeutungen, zum Beispiel die Morgendämmerung, das ganze Volk, die Hölle, die Wahrhaftigkeit nach vorne zu kommen, ein Tal zwischen zwei Berge oder ein hoher Platz. Dem Gläubigen wurde gesagt, du sollst im Schutz von Allah kommen, der Herr von Falak ist. Also der Gläubige soll beten, wenn auf Islam die Nacht vorbei ist und die zweite Epoche des Islams kommt, der Morgen aufgegangen ist, dann soll diese Sonne ewig glänzen. Also das ist ein Gebet für die ewig andauernde Zeit des Weißen Messias. Wäre schön, wenn die Muslime das auch verstehen würden und das anerkennen würden. Und dass die Arme dies auch sich dieser Gebete widmen. Wenn der Mensch betet, dann versucht man auch, dass etwas, wofür ich bete, oder jene Anweisung von Allah, für die ich bete, jene Zeit, die ich als gut finde, der verheißene Messias, an den ich anerkannt habe, dass ich auch sein Helfer werde. Also es ist auch die Pflicht der Ahmadis, dass, wenn sie diese Sura lesen, dass sie auch sich bewusst werden ihrer eigenen Verpflichtungen, dass wir unseren Glauben stärken müssen. Und dieser Morgen, der aufgegangen ist, um den weiter zu erhalten, dass man sich dessen bemüht und dass man eigene Taten immer im Blick hält, damit wir ein Teil von diesem Morgen sind. Dann ist auch die Sache, dass Allah, der Erhabene, uns beschützt vor allen verborgenen Satanskräften, dass Allah uns beschützt vor allen Schaden durch seine Schöpfung, durch seine Familie, dass Allah uns beschützt von der Umgebung, dass Allah uns beschützt vor dem Defizit des Wissens und dass vor jeglichem Schaden, die uns davon aufhalten können, die Segnung dieser Zeit zu bekommen, dass Allah uns davor beschützt. Dann würde hier auch dieses Gebet beigebracht, dass möge Allah uns vor dem Höllenfeuer diesseits und auch jenseits beschützen. Amen. Denn die Taten dieser Welt sorgen für die Hölle und manche Leute machen dieses Leben durch ihre eigenen Taten zur Hölle. Und das ist das Gebet, da möge Allah uns beschützen vor allen Schäden und dass Allah uns befähigt, dass wir das mittlere Weg nutzen, denn auch Allah mag das Ausgewogene, den ausgewogenen Weg, den mittleren Weg. Dann heißt das, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. Und vor dem Übel jeglichen, der für Dunkelheit sorgt, dass ich davor in Allahs Schutz komme. Rasik bedeutet sehr tiefe Dunkelheit oder Nacht oder Mondfinsternis oder wenn die Sonne untergegangen ist. Und genauso Waqaba bedeutet im Allgemeinen, das hat auch viele Bedeutungen. Ziel ist auch hauptsächlich Dunkelheit. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ bedeutet also, ich suche Zuflucht und Schutz bei Allah vor der dunklen Nacht, wenn die Dunkelheit sich ausgebreitet hat.
und suche Schutz, wenn die Sonne untergegangen ist, und suche Zuflucht bei Allah, wenn Sonne und Mond verfinstert werden. Und das ist auch die Zeit des verheißenen Messias, also dass ich nicht einer der Leugner bin, und suche Schutz bei Allah, wenn nach Großzügigkeit knappe Zeiten kommen. Dass manchmal solche Sachen für den Menschen zur Prüfung werden und zur Stolperfalle werden. Und ich suche Schutz vor solchen Unfällen, die in der Nacht kommen. Bei vielen Völkern kam durch ihren eigenen Taten in der Nacht diese Vernichtung. Und dass ich suche Schutz vor dem Übel dessen, dass wenn ich in der Grube herabgelassen werde, also wenn der Mensch tot ist. Oder es gibt Katastrophen, die in Form von Erdbeben kommen. Es gibt manche Gegenden, da sieht man, hört man, dass die Erde sich öffnete und die ganze Stadt ist dann eingegraben worden. Auch davor soll man, vor diesem Übel soll man Allah um Schutz bitten. Und weil Erdbeben sind auch ein Zeichen für die Zeit des Heiligen Messias, deswegen eigenen Glauben zu stärken, muss jeder Ahmadi auch diesbezüglich dieses Gebet sprechen. Das möge Allah uns immer dazu befähigen, dass wir vor diesem Übel auch geschützt werden. Also in der heutigen Zeit, um all diesen Übel, um sich vor all diesen Übel zu retten, ist dieses Gebet erklärt worden. Das heißt, dass der Übel seinen höchsten Rang erreichen wird. Aber Allah hat ein System gegeben. Jene, die sich immer damit verbunden halten und jene, die ihren eigenen Glauben beschützen, die werden inshallah davor bewahrt werden und beschützt werden. Dann heißt das, وَمِنْ شَرِ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Und vor all jenen Lebensübel, die die Blasen, um Leute auseinander zu spalten. Nafasat bedeutet auch jene Menschen, die Gift ausspucken, die satanische Vorschläge geben, die vergiftete Worte sprechen und satanische Worte sprechen. Kurze Erläuterung bedeutet dann, was Hazrat Muslim oder Hazrat Al-Anno gesagt hat, dass ich in Schutz kommen möchte vor jenen, die die Freundschaften brechen wollen, und in Schutz vor jenen Gruppen, die einen gegen die Khulafa hetzen und Bayt brechen lassen. Die Bedeutung von Khilafat ist jedem Ahmadi im Allgemeinen sehr gut bekannt, und jeder Ahmadi ist in sehr treuen Verbund mit dem Khilafat. Aber das ist auch die Aufgabe von Khilafat, ist die Aufgabe von Shaitan, dass er immer spalten möchte und stets bemüht ist auf diesem Weg. Es wird hier erwähnt, dass die Leute kämpfen gegen Khilafat, soweit das dagegen kämpfen angeht. Manche Leute sind einfach aus Unwissenheit, aber manche explizit, um eine Zwiespaltigkeit auszurichten, sprechen sie solche Sachen aus, weil ich, so sagt, ich sehe auch manche Briefe, und aus den Worten erkennt man, dass die Absicht nicht rein ist. Die schreiben einfach zum Beispiel, dass also der Khalifa Masih Rabbe hat ja bei der Angelegenheit das gesagt, und sie sagen hier was anderes. Man muss wissen, dass soweit es offene Schariat-Anweisungen angeht, kein Khalifa kann Unterschiedliches aussagen. Und soweit Allah und sein Gesandter es erlaubt hat, sich zu bemühen und Meinungen herauszufinden in unterschiedlichen Lagen, diesbezüglich Auslegung wird gemacht und kann gemacht werden, und das, da ist nichts gegen. Und soweit es organisatorische Angelegenheiten, Organisationsangelegenheiten angeht, da muss jeder Khalifa laut seinem Intellekt vorgehen, laut der Lage entscheiden und arbeiten und Arbeit nehmen. Die grundlegende Lehre und die Regel, die der Koran uns über Khilafat gesagt hat, ist jene, dass Gerechtigkeit immer gewahrt werden muss und danach entschieden werden muss. Und das ist die Pflicht des Kalifen. Das muss er erhalten. In den Aufgaben des Propheten, jene Aufgaben, die laut der Zeit intensiviert werden müssten,
jeder Khalifa versucht dementsprechend oder entscheidet dementsprechend. Und dann muss man auch immer stets wissen, dass alle Eigenschaften des Propheten und seine Besonderheiten nicht in jedem Khalifen enthalten sind. Das heißt, kein Khalifa ist, beinhaltet alle Eigenschaften des Propheten. Laut der Zeit jene Eigenschaften, die benötigt werden oder jene Aufgaben, die Allah verrichtet haben möchte, er stellt einen Khalifen auf. Auf jeden Fall, kurz gesagt, egal aus welcher Perspektive man das sieht, jener, der versucht, die gegeneinander zu hetzen oder zu vergleichen, Awam, die Menschen müssen versuchen und beten, dass sie vor diesem Übel gewahrt werden. Und manche sogenannte Gelehrte, manche Leute sind beeinflusst von sogenannten intellektuellen Diskussionen oder organisatorischen Sachen, die fangen an zu diskutieren. Auch die sollen sich davon nicht beeinflussen lassen. Damit soll man dann auch für die Erhaltung des Khilafats, des Khalifentums beten. Denn durch die Erhaltung des Khilafats ist auch, mit der Erhaltung des Khilafats ist auch der Erfolg der Einzelnen in der Jamaat und der ganzen Jamaat verbunden. Dann heißt das, dass ich auch Zuflucht suche bei Allah vor jenen Leben, die die Einheit vernichten und zerstören. Auch die Lage der muslimischen Länder heute, das sind einmal die Taten der muslimischen Führer. Das ist das Ergebnis, was wir heute sehen. Und teilweise ist das auch deswegen, weil die üblen Leute versuchen, Nutzen zu ziehen. Jetzt sehen wir in Syrien zum Beispiel, wo durch die Gewalt der Führer die Menschen sich aufgestellt haben. Da hören wir auch die Nachrichten, dass Al-Qaida und andere Gruppen, die nur Zwiespaltigkeit verrichten wollen, die haben dort sehr stabile, also ihre Schritte sehr etabliert. Also auch davor muss man beten, dass Allah uns rettet, dass Allah die Umman der Muslime davor bewahrt und beschützt. Und es bedarf sehr viele Gebete in dieser Angelegenheit. Egal wie diese Leute uns behandeln, wir müssen auf jeden Fall für jeden Menschen, für jedes Volk beten, was sich selbst zu dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Anhängern zählt. Wa min sharri hasidin iza hasad. Und für den Übel jeden Neiders, wenn er neidet, wenn er am Neiden ist, davor wird Schutz gebeten bei Allah. Und das ist das Bild des äußerlichen Lebens des Menschen, wo viele Gefahren vorhanden sind. Wenn der Mensch wichtige und ernsthafte Angelegenheiten vollzieht und dabei ist, diese zu vollziehen, und insbesondere wenn er durch Nur das Licht von Licht die Welt bekannt machen möchte mit dem Nur, dann die satanischen Kräfte, deren Aufgabe es nur ist, Dunkelheit zu verbreiten, die nicht die Spiritualität fortkommen lassen wollen, die werden dann stärker und intensiver dagegen. Auf jeden Fall. Wenn der Morgen aufgeht, insbesondere bei den göttlichen Gemeinschaften, der Morgen aufgeht, und das ist heute nur die Jamaat Ahmadiyya, auf denen dieser Morgen aufgegangen ist, dann kommen die Neider mit allen ihren Kräften und versuchen, sie von diesem Licht abzuhalten und ihnen dieses Licht zu nehmen. Und wir beobachten das jeden Tag, wie die Heuchler manchmal versuchen, davon Nutzen zu ziehen. Und manchmal versuchen die äußeren Kräfte und bemühen sich. Also für diese Situation wurde den Gläubigen gesagt, insbesondere diese Sura zu lesen, dass man im Schutz jenes Herrn Rabb kommt, der Rabbul Falak ist, der nur dann kann man sich vor Dunkelheit und vor den dunklen Kräften schützen. Nur dann kann er sich vor dem Übel des Neiders beschützen und im Schutz kommen. Also die Armen, die müssen diese Sura und die nächste Sura, Sura Nas, müssen sehr tief nachdenken, verstehen, immer wieder rezitieren. Dann kommt Sura Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, mit Sharril Waswasil Khannas.
Du sollst fortwährend sprechen: Ich suche Zuflucht bei dem Herrn aller Menschen, der König aller Menschen ist, der der Schöpfer aller Menschen ist, der Herr, der Gott. Und vor dem Übel des schleichenden Einflüsterers, die einflüstern und Zwiespaltigkeit verrichten und dann wieder zurückgehen. Hier wurden drei Eigenschaften Allahs angesprochen. Rabbunas, der Ernährer aller Menschen. Und dass er sukzessive, stetig deren Bedürfnisse erfüllt. Malikinas, der König von allen Menschen. Elahinas, der Schöpfer von allen Menschen. Der Herr von allen Menschen. In dieser Sura wird über die spirituelle Entwicklung und seine Bemühungen und Allahs Hilfe wird angesprochen. Vorher waren die materiellen Sachen und hier sind die spirituellen Entwicklungen. Drei Sachen, die vorkommen können, die sind deswegen, weil alle Sünden aus dreierlei Gründen passieren. Weil manchmal, es kommt vor, dass normaler Mensch den anderen Menschen in der Welt als Ernährer erachtet. Wenn, wo er jetzt seinen Nutzen zieht, der denkt, das ist, der ist alles. Oder jenen, die auf die regieren, dass sie alles sind. Oder große Regierungen, große Mächte, die denken sich selbst, oder kleinere Regierungen denken, dass diese großen Mächte sind. Oder sie sehen ihn als anbetungswürdig. Man betet sie zwar nicht äußerlich an, aber jener, den er das alles für dies alles hält, der Blick ist so zu ihm gerichtet, dass was er sagen wird, also der Nutzengebende, was immer er sagen wird, genauso wird es gemacht. Jene, die den Propheten nicht annehmen und die Gott nicht akzeptieren, ein sehr großer Grund dafür ist genau dieser Gedanke oder diese Angst, der dadurch kommt, dass jemand einen Menschen zu Rab macht oder zu Malik macht und zu Ilah macht. Den Anbetungswürdigen. Weil solche Menschen dann denken, dass deren Leben auf diese Menschen oder auf diese Einheiten beruht. Oder sie denken, dass unser Leben nur in deren Hand liegt. Und abhängig von ihnen ist. Als Sklaven bleibt ein Mensch unter einem König und lässt sich so gehen. Oder in Gehorsamkeit und unter den Königen geht er so weit, dass er auch sich außerhalb der Anweisung Gottes bewegt. Also hier ist die Anweisung für einen Gläubigen, dass er nur auf Allah schauen soll und in seinem Schutz nur kommen wird. Nur ihn als Rab, also den Ernährer, sehen wird. Denn die weltlichen Rab sind auch die Schöpfung von Rabbul Alamin, dem Herr der Welten. Nur Allah soll man absolutes Gehorsam gegenüber erbringen. Und nur ihn, nur ihn lieben, der dessen würdig ist. Nur seine Anweisungen sollen gefolgt werden. Damit man sein Wohlgefallen erlangt und nicht so handeln, dass man nur die weltlichen Führer für alles erklärt und denkt. Und auch nicht die sogenannten Gelehrten, die heute nicht nur durch deren oberflächliches Wissen oder durch deren fundamentalistisches, terroristisches Denken, die das Volk davon eigentlich abgebracht hat, nachzudenken. Und das ist der Grund, warum in Pakistan insbesondere, dass das Volk gegen die Jamaat geht, das ist der Grund dafür, dass die Leute gegen den Weißen Messias Lashkar Islam sind. Auch in der Zeit, in der Epoche des Weißen Messias Lashkar Islam wird insbesondere hingewiesen, dieser Sura, dass die Könige, dass man vor dem Übel der Könige, der sogenannten Gelehrten, dass der Mensch sich davor rettet und dass er in Schutz des Herrn, des Schöpfer, des Rabs, Allahs kommt. Nur dann
wird er in der Tat wahrhaftig den wahrhaftigen Schöpfer anerkennen, wie Allah das angewiesen hat, dass er Allah ist. Und nur dann kann der Mensch, wenn dieser Gedanke kommt, nur dann wird er sich vor dem Übel des Satans retten. Also vor deren Blasen der Münder da und deren Übel. Da ist die Anweisung, sich hier durch Gebete zu retten. Möge Allah das so machen, dass die Umma des Heiligen Propheten Mohammed das versteht. Allah sie, was versuchst du den Nas min al-Jinnati wa Nas? Jener, der einflüstert in den Herzen der Menschen, ob sei es aus den Djinn oder aus den Inchan. Das heißt, dass die satanischen Kräfte in den Köpfen versuchen, falsche Gedanken zu implementieren. Die bei den Großen, also Djinn, also großen Menschen, aber auch Awam und Nas, also bei dem normalen Volk auch versuchen einzuflüstern. Niemand ist außerhalb von deren Fluss. Also in jener Zeit kann nur jener im Schutz sein, der Allah zu seinem Rabb erklärt, zu seinem Malik erklärt und zu seinem Anbetungswürdigen erklärt und vor ihm sich neigt, dass man durch Allahs Gnade vor deren Übel sich nicht retten kann. Das kann auch bedeuten, dass die Mufassirin, die Gelehrten schreiben, dass auch große Leute die Fähigkeit haben, dieses zu einzuflüstern und auch Awam und Nas, das normale Fußvolk. Also egal wer, jener, der dieses Übel einflüstert und in den Herzen vor dessen Übel soll man versuchen, den Schutz Allah zu kommen, dass er versucht, spirituell sich weiterzuentwickeln. Und das kann nur sein, wenn man richtiges Verständnis über Rabb von Allah hat, wenn man fest davon da ist, dass Allah Malik ist und dass man so an ihn denkt und vor ihm betet, dass man seine Gnaden zu sich zieht. Über diese Sure hat der Verheißene Messias, der Satus Lam, in Tohfa Golrwi in seinem Buch einiges geschrieben, das möchte ich jetzt vortragen. Über Sura Fatiha Erläuterung hatte Sur in verschiedenen Büchern dessen Erläuterung geschrieben und auch diesbezüglich hatte Sur auch weiter über diese vier Suren gesprochen, in diesem Bezug und Kontext. Sur sagt, der Faisal Messias, das Gebet von Sura Fatiha, Redin Maghdubi Alehim Waladualin, diesbezüglich die Bedeutungen, die erläutert wurden. Das heißt, darauf weisen auch die letzten vier Suren hin, wie in Sura Tabbat, der erste Vers Tabbat, ja da abilabim wa tab, zeigt auf jenen, der Kafir, also der Leugner von Ahmad Mahdi sein, der ihn entehren wird und leugnen wird, als Lügner erklären wird. Jetzt schauen Sie sich an. Diese Menschen haben in der heutigen Zeit, insbesondere in Pakistan, auf jedem Formular, in jedem öffentliches Papier der Regierung, all diese drei Sachen nehmen die auf sich damit und vollziehen das. Wie kann dann Allahs Gnade dort herabregnen? Es heißt also, der Vers Tabat Yada Abilah bin Matab, der in den Koran, in den letzten Subara, die erste aus den letzten vier ist, so wie die Feinde des Heiligen Propheten Muhammad Sassoum damit hingewiesen wurden, so wird auch ein verborgenes Hinweis gegeben, dass die Feinde von Masih Muhammad Sassoum so sein wird. Und der Vers, Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dieser Koran-Vers ist für den Heiligen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und dieser gleiche Vers ist auch für Masih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, so wie alle Mufassir darauf hinweisen. Die Tafsir schreiben, also die Erläuterung von Koran schreiben. Also es ist nicht das ist also normal, dass ein Vers auf den Heiligen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gilt, aber auch Anwendung findet auf den Verheißenen Messias Sallallahu Alaihi Wasallam. Also es ist im Koran so oft, dass einem Vers der Heilige Prophet Muhammad gemeint ist und er das Ziel ist
und auch dessen Ziel ist gleichzeitig Messias Maud, wie Hawallazi Arsala Rasulahu Bilhuda ist offenkundig sprechend. Damit mit Rasul ist der heilige Prophet Muhammad und aber auch Messias gemeint. Also summa summarum, dieser Vers Tabat Yada Abi Lahab bin Watab, was im Koran am Ende erwähnt wurde, ist eine Erläuterung von Vers Masubi Aleihim, was im Anfang im Koran ist. Denn einige Teile vom Koran sind Erläuterung von einigen anderen Teilen. Und danach, was in Surah Fatiha Balad Dualin steht, dagegen ist zu dessen Erläuterung ist nach Surah Tabbat Surah Ikhlas. Es heißt, in Surah Fatiha wurden drei Gebete beigebracht. Ein Gebet, dass Allah und immerhin diese Jamaat hält, die Jamaat von Sahaba ist. Und dann in jene Jamaat, die Jamaat von Masih Maud al-Islam ist, über die der Heilige Koran sagt, وَاخَرِنَا مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. Also in Islam sind das nur die zwei Jamaat, die Munam alayhim sind. Und zu diesen ist der Hinweis in Surat al-Lazina anamta alayhim. Denn wenn ihr den ganzen Koran lest, jene Jamaat, es gibt nur zwei Jamaat im Koran, Gemeinschaften oder Gemeinden. Eine von der Sahaba radhiyallahu anhum und die zweite von Akhirina minhum, die in der Form und in der Art von Sahaba ist und die Jamaat von Masih Maud ist. Also wenn ihr in Namaz das betet und ihr sollt ehdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim, dann sollt ihr im Herzen fragen, dass ich bitte dich um den Weg der Sahaba und den Weg der Masih Maud al-Islam Jamaat. Und in der zweiten Vers heißt es, dass es jene, die dem Masih Maud al-Islam Schaden zufügen wollen, werden. Und das dritte Gebet ist Walad-Dual-Lin und da ist Surah Ikhlas entgegenzusetzen. Also Kullu Wallahu Ahad Allahu Samad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufuwan Ahad. Und danach gibt es zwei weitere Suren, also Surat al-Falaq und Surat al-Nas. Diese beiden Suren sind für die Erläuterung von Surat Tabbat und Surat Ikhlas. Und in diesen beiden wird Allah Schutz erfleht für die dunkle Zeit, wenn die Leute den Messias von Gott Schmerzen zufügen würden. Und also über alle drei Sachen sind im Koran erläutert worden. Das heißt, ein Licht wurde gegeben. Das heißt, das allgemeine Ziel, was im Koran sehr im Detail erwähnt wurde, wird im Surat Fatiha ist als Kurzfassung und in Surat Tabbat und Surat Ikhlas und Surat Falak und Surat An-Nas ist beim Koran beenden. Vor diesen zwei großen Katastrophen wird Allah um Hilfe gebeten. Also die Öffnung von Allahs Buch ist durch diese zwei Gebete und das Ende von Allahs Buch ist genau mit diesen zwei Gebeten gemacht worden. Und denken Sie immer daran, dass diese beiden Fitna, diese beiden Probleme sind im Koran sehr deutlich erwähnt und in Surah Fatiha und in den letzten Suren beispielhaft erwähnt, dass in Surah Fatiha in Walad Dualin wurde nur zwei Worten erläutert, dass man vor der Fitna von dem Christentum sich zu retten soll man beten. Das heißt, es gibt eine Fitna, das was sehr wichtig ist, was sein wird, dass in fünf Gebeten gesagt wurde, dass ohne dieses Gebet es kein Gebet gibt. Salat, wie es heißt, La Salata illa bil Fatiha. Es gibt kein Pflichtgebet, Salat, ohne Surah Fatiha. Es ist offenkundig, dass in der Welt tausende Religionen existieren, wie Parsien, Majusien, Brahma, also Hindus und Buddhisten, die einen großen Teil der Welt einnehmen und chinesische Religionen, wo Millionen Menschen drin sind und andere Religionen, die sehr viel verbreitet sind. Und diese allen Religionen waren auch zu der Zeit des Heiligen Propheten Muhammad so verbreitet und Christentum war vor ihnen so wie ein Stroh gegenüber einem Berg. Aber warum wurde gegen diesen Berg nicht ein Gebet beigebracht, dass man Allah und beschützt vor den Buddhisten, Religionen
und deren Übel oder vor den Arier oder vor den Hindus oder vor anderen Religionen, sondern es wurde gesagt, ihr sollt immer beten, dass ihr vor den Verdunkelungen und der Schwierigkeiten gegenüber vor aus dem Christentum gehen, dass ihr dafür betet, dass ihr in Schutz kommt. Warum? Weil in der kommenden Zeit solch eine Fitna kommen wird, dass die Muslime darauf hingewiesen wurden, dafür zu beten. Das heißt, das ist entsprechend jenem Wissen, was Allah wusste über die letzte Epoche, dass Allah wusste, dass alle anderen Religionen sind am Runtergehen, Christen und die Hindus und Buddhisten und chinesischen Religionen, und die werden nicht gegen den Islam so gehen, aber beim Christentum kommt das eine Zeit, dass als dessen Schutz sehr viele und als dessen Unterstützung große Emotionen hervorkommen werden und Millionen und Milliarden Gelder mit jedem Trick und Betrug wird versucht werden, dass die zum Erfolg kommen. Und es wird gewünscht, dass die ganze Welt anfängt, Jesus zu beten. Diese Zeit wird harte Zeit für Islam sein und eine große Prüfung für den Islam sein. Also das ist genau die Zeit jener Schwierigkeiten, in der ihr euch heute befindet. Eine Prophezeiung vor 1300 Jahren, was in Surah Fatiha drin steht, ist heute bei euch und in eurem Land erfüllt worden. Und hier ist die Wurzel dieser Fitna dann hervorgekommen. Auch jetzt im Osten, in manchen Ländern, sind die Angriffe der Christen sehr stark und sehr intensiv, aber auf jeden Fall dieser Hinweis gilt so vom Feisten Messias zusammen Indien. Und es heißt weiterhin, so wie es am Anfang im Koran das erwähnt wurde, auch so wurde am Ende des Korans genau die Sache erklärt, damit die Menschen das im Herzen festtragen. Anfänglich, was es so der Vater heißt, das hört ihr immer wieder. Und am Ende die Erwähnung über diese Fitna Azima, was erwähnt wurde, das möchten wir noch weiter erläutern. Also diese Suren sind, sagt der Feisende Messias Islam, und das sind die Gebete, die am Ende gebetet werden. Auch da soll man das einbefließen. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Übersetzung macht Husur selbst. Es heißt, oh ihr Muslimen, ihr sollt sagen, es gibt nur einen Allah, Allah ist unabhängig, weder hat er jemanden geboren, noch wurde er von jemandem geboren, und noch ist jemand ihm gleich. Und ihr, die, wenn ihr die Nasara, also die Schwierigkeiten von den Christen sehen, wenn, da sollt ihr so beten, dass ich vor dem Übel jeglicher Schöpfung, die innerlich und äußerlich sind, im Schutz kommen möchte, der Herr, der morgen ist, das heißt, er die Macht hat, das Licht zu geben. Und ich möchte Allah um Schutz bitten für jener Nacht, die Gegnerschaft des Heiligen Messias, des Islam ist. Und ich möchte im Schutz kommen vor jenen Menschen, die eigennützig sind, die in Knoten blasen, also jene Sachen, die in der Schariat Muhammadiyya, in dem, ja, der Religion von Muhammad Sassam, Lösungen erfordern, wo die dummen Gegner gegengehen und dass sie diese Sachen noch verschlimmern, die Gegner als Anlass des Angriffs gegen den Islam nehmen. Die machen komplexe Sachen noch zu komplizierter, damit die Leute irregeführt werden und geben eigene Erläuterungen dazu. Es gibt zweierlei Leute davon. Einmal die offenkundigen Gegner des Islams, wie die Priester, so wie die hier abschneiden, dort abschneiden und Kritik schaffen. Und die anderen sind die Gelehrten des Islams, die nicht eigene Fehler aufgeben wollen und durch innerliche Sprüche versuchen, die Religion Allahs so darzustellen, dass sie eigene Sachen nicht aufgeben müssen. Nur
Die versuchen das als so ein Dogma hinzustellen, was nicht gelöst werden kann. Aber die kommen nicht nach vorne offen in der Diskussion. Es heißt dann weiter, so legen sie weitere Schwierigkeiten im Weg des Gesandten und verheißenen Allahs. Die gehen gegen die Anweisung Allahs und mit solchen Worten, die gegen den Koran gehen, sind die in der gleichen Farbe gefärbt wie die Feinde des Islams. Und die unterstützen somit die Feinde des Islams. Und so versuchen die diese Sachen, die komplex sind, unauflösbar zu machen. Und wir suchen Allahs Schutz vor deren Betrug. Und dann suchen wir Allahs Schutz vor jenen, die neiden. Und immer danach auf der Suche sind nach Sachen, wie die neiden können. Und wir suchen Allahs Schutz von jener Zeit, wo sie anfangen, Neid auszuüben, und betet, dass wir von jenem Satan, der Übel in den Herzen der Menschen legt, suchen wir Allahs Schutz, dass wenn der Satan anfängt, diese Zweifel in den Menschen Herzen zu flüstern. Er, Allah, ist König von den Menschen und er ist Gott von den Menschen. Das weist auf eine Zeit, dass einst kein Menschenmitleid sein wird, noch wird richtige Gerechtigkeit geben, dann wird nur Allah geben, der jener ist, zu dem die problembehafteten Leute zurückkehren können. Sehen Sie, all diese Sachen weisen auf die letzte Zeit hin, wo Glaube von der Welt verschwunden sein wird. Also Koran hat anfangs auch Masube Alayhim und Dalin angesprochen und noch am Ende, so wie im Vers, Lam Yalid Walam Yulad. Und ganz offenkundig als Argument gibt. Und das wurde alles gesagt, damit wiederholt das Ganze erwähnt wird und befestigt wird. Und damit nicht, dass die Leute, nicht, dass sie das vergessen, dass der falsche Messias Erfolg haben wird über die Christen, sondern dass die Leute das wie eine Sonne vor sich sehen. Und es wird weiter heißt das, wenn die Leute Jesus als Gott erklären und ihn anbeten, das ist vor Allah so voller Zorn, dass es nahe ist, dass die Himmel in Stücke gerissen werden deswegen. Also das ist auch innerlich ein Hinweis darauf hin, dass wenn die Welt vor ihrer Vernichtung steht, wird diese Sache sein, warum die Menschheit ausgelöscht wird. Es wird dann auch gesagt, egal wie erfolgreich der Islam sein wird, selbst wenn alle Völker wie ein totes Tier sind, aber das ist Schicksal, dass das Christentums Nachkommenschaft nicht bis zum jüngsten Tag ausgelöscht werden soll, aber sie werden immer mehr und die werden so stark sein, dass die wie der Satan ohne nachzudenken Jesus als Gott anerkennen, bis dann der jüngste Tag auf sie ausbricht. Über Surah Ikhlas sagt so weiter, das Jinn ist jener, der aus dem Verborgenen angreift und mit Liebe die Feindschaft führt. Jene Liebe, die aus Hawa Nahash gemacht hatte. Diese Liebe sollte auch so behandelt werden, wie also die Eva behandelt worden werden, wie früher behandelt wurde. Adam kam deswegen in Probleme. Und deswegen gehen die Leute genauso vor, wie der Satan damals vorging. Das wurde am Anfang des Korans und am Ende des Korans erwähnt, weil hingewiesen ist, dass am Ende auch ein Adam kommen wird. Und alle Mufassir sind eindeutig der Meinung, dass Salin mit Salin sind die Christen. Und das Ende ist daraufhin, Kulausu bin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Min Sheril Waswasil Khan Nas, Allazi Yuvaswisu, Fi Sudurin Nas, Min Al Jannati Wan Nas. Vor Surat al-Nas in Qul Huwallahu Ahad ist die Einzigartigkeit von Allah erwähnt worden, die Tauhid von Allah. Also wurde das schließt die Dreieinigkeit damit abgelehnt. Und danach Surat al-Nas zu erwähnen, heißt, dass es auf die Christen hingewiesen ist. Also der letzte Rat ist, rettet euch vor dem Satan, hütet euch vor dem Satan. Satan ist jener Nahash, der hier als Khannas erwähnt wurde. Und es heißt, dass ihr in den Schutz von Rabb kommen sollt. Das heißt, das ist nicht körperlich, sondern im spirituellen Sinne.
Ihr sollt fest sein über das Wissen, bei dem Wissen über Allah, und dann werdet ihr gerettet werden. Und das ist eine grundlegende Sache. Also das Wissen über Allah und die Tatsachen, Wahrhaftigkeiten über Allah. Wenn ihr darauf stabil seid, dann werdet ihr euch vor dem Satan retten, egal ob der Satan durch in Form von Christentum angreift oder anders. Über diese Epoche wird insbesondere über einen Krieg zwischen Adam und Satan gesprochen. Und Allah wird dem Adam alles Mögliche geben, dass er ihn vernichten kann. Und der verheißene Messias Allahs, der wird ihn bekämpfen. Das Wort Mashiach, was in Arabisch und Hebräisch als Khalifa bedeutet, im Koran heißt es Khalifa. Also für ihn war das zur Bestimmung, dass in diesem letzten Krieg der Khatam al-Khulafa, der im letzten 6000 am Ende geboren wird, dass er hier kommt. Und das ist die Zeit des Erfolges des Islams. Egal welche Kräfte, wie auch stark die angehen wollen, inshallah, Allah, vor Ahmadiyyat, in deren Weg gibt es keine Hürde. Beten Sie, dass Allah möge Allah uns diese Sachen zeigen. Zum Schluss, wie wir manchmal manche Gebete wiederholen, das werde ich vortragen und danach gibt es gemeinsames stilles Gebet. Als allererstes für die Nachkommenschaft des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt viele, die irre gegangen sind. Für die Familie des zweiten Messias sallallahu alaihi wasallam, das möge Allah sie befähigen, dass sie auf den Fußstapfen ihrer guten Gelehrten dann sich bewegen. Möge Allah sie vor jeglichen religiösen Glaubensschwächen bewahren. Und das ist als allererstes ihre Pflicht, dass sie dem Ziel der Ankunft des zweiten Messias sallallahu alaihi wasallam erfüllen. Möge Allah sie dazu befähigen. Beten sie auch für die früheren Gelehrten und Rechtgeleiteten der islamischen Zeit. Und auch beten sie für die islamische Welt. Möge Allah ihnen den Leuten Einheit geben. Jetzt unter dem Namen der Einheit haben die sich in Saudi-Arabien getroffen, aber alle Entscheidungen, die getroffen wurden dort, die sind waren nicht unter der Gerechtigkeit. Deswegen konnten sie nicht einig werden. Denn auch diese Entscheidungen waren unter den Einfluss und auf den Hinweisen von den westlichen Kräften gefällt worden. Beten Sie auch für das Jamaat-System und für alle Männer und Frauen. Möge sie Allah vor jeglichen Problemen bewahren und beschützen. Amen. Auch für Waqfin, die ihr Leben der Jamaat gewidmet haben. Für Waqfin Nur-Mujahideen möge Allah sie dazu befähigen, dass sie ihr Versprechen halten. Und möge Allah sie immer in seinem Schutz haben und halten. Amen. Manche Leute werden bestimmt an unterschiedlichen Stellen zu gehen, in den Wäldern und Dschungel. Möge Allah sie beschützen und dort unterstützen, dass wir vor dem Fitna des Dajjals gerettet werden. Das möge Allah uns vor ihrem Übel und vor ihren falschen, schlechten Plänen retten. Denn das ist der Versuch, den Weltfrieden zu zerstören von dem Dajjal aus. Beten Sie auch für Ishad Islam, für die Verbreitung des Islams und für Ahmadiyyat. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir dem gerecht werden. Für die Shuhada, Ahmadiyyat, Märtyrer und die Hinterbliebenen, möge Allah die Shuhada immer einen höheren Rang gewähren und die Hinterbliebenen immer in seinem Schutz halten. Amen. Beten Sie für die gelitten haben auf den Wegen Allahs, Asirani Rahimullah, dass sie möglichst schnell oder immer noch leiden. Möge Allah sie schnell die Freiheit gewähren. Ihre Verwandten, die ihrer enthalten sind. Es sind nicht nur Asiran, also Leidende und im Gefängnis steckende in Pakistan, sondern auch in anderen Ländern, in manchen arabischen Ländern. Auch ganz neu Konvertierte, die vielleicht seit einem Jahr der Jamaat beigetreten sind, auch die wurden festgenommen und in die Gefängnisse gesteckt. Und sehr standhaft sind diese Leute und erleben diese Zeit und halten ihren Glauben stabil. Möge Allah ihren Glauben noch mehr stabilisieren und möge Allah für ihre Freiheit sorgen. Amen. Auf individueller Ebene und auch auf kollektiver Ebene, jene, die in Problemen behaftet sind, möge Allah ihre Probleme lösen. Möge Allah die Kranken jeglicher Art genesen. Amen. Jene, die
in unterschiedlichen Schäden stecken, die möge Allah sie befreien. Manche sind unter Schulden, die stecken da fest drunter, die schicken mir Briefe, möge Allah sie von den Schulden befreien. Insbesondere bei armen Ländern, wo es sehr teuer ist und manchmal ist man gezwungen, Schulden auf sich zu nehmen. Für alle problembehafteten Leute, die unter politischen Problemen leiden oder unter religiösen Problemen leiden, beten sie für sie. Möge Allah sie alle befreien. Amin. Und durch wirtschaftliche schlechte Lage ist das überall auf der Welt so, dass jeder Mensch, wenn er, egal wer unter wirtschaftlichen Problemen leidet, möge Allah sie da rausnehmen und ihre Probleme lösen. Amen. Unterschiedliche männliche und weibliche Briefe bekomme ich, also von Männern und Frauen, die Familienprobleme haben. Möge Allah ihnen auch ein bisschen Verstand geben, dass sie zusammensitzen, dass sie diese Probleme lösen und dass sie für Allah und für eigene Kinder, manche haben auch Kinder, dass sie ihr Verstand nutzen und versuchen, gut miteinander umzugehen, möge Allah sie dazu befähigen. Amen. Bewegen also Witwen und Waisen, beten sie für sie oder für jene, denen ihre Rechte entzogen wurden. Möge Allah auf jeden Fall ihr Helfer sein, in jedem Fall. Auch für solche Kinder, die nicht verheiratet werden können, wo es zu spät geworden ist. Auch manchmal ist das eine große Prüfung. Möge Allah auch dafür bald sorgen. Auch für Leute, die keine Kinder haben, auch für die Schüler und Studenten, möge Allah sie zum Erfolg führen, dass sie ihre Ziele erreichen. Sie schreiben sehr oft Briefe dafür. Auch für Arbeitslose möge Allah für sie die Lage vereinfachen. Auch für die Geschäftsleute und Händler möge Allah ihre Probleme lösen. Auch für Agrarleute. Manche kommen und sagen, sie beten sie bitte, dass möge Allah Regen schicken. Möge Allah ihre Ernten reichlich belohnen und wo Regen benötigt wird, möge Allah dort herabregnen lassen. Und beten Sie für Derwischane-Kadian, für Rabwa-Bewohner, für Pakistan-Bewohner. Denn heute, laut Gesetz, am meisten leidet der pakistanische Ahmadi. Unter dem Namen des Islams beten Sie für jeden, der, egal wo der lebt, dass er unter dem Namen des Islams ihm Schaden zugefügt wird. Und auch da sind in erster Reihe die Ahmadis. Beten Sie dafür im Allgemeinen, dass die Prüfung, eine schwierige Zeit der Jamaat zu Ende geht. Amen. Beten Sie für Waqf-e-Jadid und für Tahrik-e-Jadid. Und ich habe die Listen bekommen von jenen, die das großartig gespendet haben. Möge Allah ihre Güter vermehren und segnen. Amen. Und dann, egal wo die Leute sind, die für die Jamaat in irgendeiner Art arbeiten, Männer wie Frauen, möge Allah sie beschützen und ihnen helfen. Amen. Möge Allah ihre Probleme lösen. Also das sind MTA-Mitarbeiter, das sind andere Mitarbeiter. Dann gibt es Leute, die durch Unfälle betroffen sind. Möge Allah die Leute, egal wo sie sind, beschützen vor Unfällen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Es gibt ein Gebet im Hadith. Rabbi ighfirli khatiyati wa jahli wa israfi fi amri kullihi ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khataya ya wa amadi wa jahli wa hazli wa kullu zalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru wa anta ala kulli shay'in qadir. Das heißt, oh Allah, vergib mir meine Fehler in allen Angelegenheiten durch meine Unwissenheit und beschütze mich vor dem Übel dieser und beschütze mich vor jeglichem Schaden, was du mehr kennst als ich. Oh Allah, vergib mir meine Fehler. Meine bewussten oder unbewussten Fehler, vergib mir sie mir alle, denn die alle sind in mir enthalten. Und jene Fehler, die ich begangen habe
und jene, die ich noch nicht begangen habe und die ins Verborgene von mir begangen wurden und die offenkundig ich begangen habe. Vergib mir all diese. Du bist jener, der nach vorne nimmt und wieder nach hinten zurücknimmt. Und du hast Macht über alles. O Allah, ich widme meiner dir und ich vertraue dir und glaube an dich und beuge mich vor dich und für dich diskutiere ich und vor dir lege ich meine Probleme. Vergib mir alle Sünden, meine früheren und späteren. Du bist vorher und du bist auch nachher. Und außer dir gibt es keinen Anbetungswürdigen. O Allah, du bist mein Rab. Außer dir gibt es keinen Anbetungswürdigen. Du hast mich erschaffen und ich bin dein Diener und ich bleibe bei dem Versprechen mit dir, soweit ich die Macht dazu habe. Ich bitte dich, mich in Schutz zu nehmen von meinem eigenen Übel und ich gebe auch meine Sünden zu. Vergebe mir, niemand außer dir kann meine Sünden vergeben. O Allah, ich bitte dich um Hilfe und Schutz aus jenem Herzen, was nicht demütig ist. Und ich bitte dich um Schutz vor jedem Herzen, das nicht demütig ist. Und vor jedem Gebet, was nicht anerkannt wird. Ya muqallibul qulub, sabbit qalbi ala dinika. O jener, der du die Herzen in die Hand hast, lasse mein Herz standhaft sein auf meinen Glauben. O Allah, ich bitte dich um Rechtleitung und Taqwa und Iffat, Reinheit, Keuschheit und Belohnung deine Belohnung. O Allah, dich und dein Erhabenheit lege ich in deren Brüsten und wir bitten dich um Schutz vor deren Übel. O mein Allah, ich bitte dich um deine Liebe und liebe jener, die dich lieben und liebe jener Tat, die mich zu deiner Liebe führt. O mein Allah, mach es so, dass deine Liebe mir mehr wert ist als mein Leben und meine Verwandten und mehr als kaltes Wasser lieb ist. Einige Gebete von Fatima Siyas Rasulullah. Das heißt, o jener, der du liebenswürdig bist als jeden Lieben, vergib mir und nimm mich zu deinen reinen Dienern. Wir sind deine sündigen Diener und unser Ego nimmt uns ein. Vergib uns und behüte uns vor unserem eigenen Übel. O Allah, ich bin irre und du hast von mir Fehler nach dem Fehler gesehen und hast eine Gnade nach der anderen Gnade herabgesandt. Und du hast eine Schwäche nach der anderen Schwäche gesehen und eine Gnade nach der anderen Gnade herabgesandt. Vergib mir meine Unwissenheit und befreie mich von meiner Trauer, denn außer dir ist kein Heiler. Amen. Dann ist ein Gebet, O Rabbul Alamin, ich kann nicht genug danken deiner Gnaden, denn du bist der Allgnädige, der Allbarmherzige. Vergib mir meine Sünden, damit ich nicht dadurch ruiniert werde. Lege in meinem Herzen deine wahrhaftige, deine reine Lehre, damit ich Leben erlange und verhülle mich und meine Schwächen und gib mir solche Taten, dass ich dein Wohlgefallen erlange. Und ich möchte mich schützen vor deinem Zorn und sei gnädig und sei gnädig und sei gnädig und gebe mir Gnade diesseits und jenseits. Dua.
Amen, Lama, Amen. Schön. Sunnatein padh lein phir namaz uske baad jinhone wuzu karna ho to kar lein jinhone nahi karna ho sunnatein padh lein أعوذ